Hallo Leute zu einer neuen Episode vom Profi-Walkthrough zu Bloodborne. Wir stehen hier vor dem Eingang zum Boss-Areal des Verbotenen Waldes, was ja ein ziemlich großes, sehr schwieriges und kompliziertes Gebiet war. Jetzt steht der Boss an, eines vorneweg. Der Bursche, oder in dem Fall die Burschen, sind sehr blitzanfällig. Deswegen nehmen wir doch den Tinnitus zur Hand, den wir in Yahagul gefunden haben. Der hat jetzt Stufe 6, haut also ganz schön ordentlich drauf. Mal sehen, ob wir diesen Boss Herr werden. Wie er auftaucht, ist schon mal ziemlich cool. Erinnert ein bisschen an die Nazgul aus Herr der Ringe. Es sind die Shadows of Yharnam, drei unterschiedliche Gegner. Ein Nahkämpfer, ein Mittelfernkämpfer und der Fernkämpfer. Und um den solltet ihr euch zuerst kümmern, weil der nämlich sonst euch die ganze Zeit das Leben zur Hölle macht, während ihr die anderen bekämpft. Die Taktik ist, sie auseinanderzuziehen. Die anderen beiden sind relativ schnell immer bei euch dran. Deswegen so schön voneinander trennen, immer mal wieder ein paar Hiebe verteilen, immer gucken, wo sind die anderen beiden, immer mobil bleiben und vor allen Dingen diesen großen Grabstein hier als Deckung nutzen. Weil die Feuerbälle homen nämlich auch ein kleines bisschen, das heißt, sie suchen euch. Immer auf die Ausdauer achten, weil ihr immer möglichst auch Ausdauer braucht zum Ausweichen. Demarkieren, bisschen Abstand nehmen. Aber ihr seht gerade mit einer Blitzwaffe wie dem Tinnitus, ist es gar nicht so schwer, weil die Burschen nämlich dann ganz schön was einstecken müssen. So, jetzt haben sie sich gebufft, jetzt haben sie alle drei größere Reichweiten und vor allen Dingen hauen durch diesen blöden Grabstein durch, also Vorsicht. Vor allem die beiden Nahkämpfer sind jetzt deutlich reichweitenstärker, als sie es vorhin waren. So, Nummer 1 ist platt, jetzt könnt ihr euch aussuchen, wen ihr von den beiden als erstes platt macht. Ich greife mir eigentlich immer erst den Mittelfernkämpfer, das ist der mit dem brennenden Schwert. Au. Oi, oi, oi. Eure Reichweite. Ja. Der Buff sollte auch irgendwann mal wieder aufhören. Dankeschön. Jawohl, komm her. Nicht nur durch den Feuer, durch den Grabstein hauen, ne? Du gehst mir auf den Nerv, weißt du das? Dann kriegst du halt zuerst eine drauf. Wie gesagt, ihr müsst ständig beobachten, wo ist der Kollege, was macht der gerade. Und werdet nicht zu gierig, weil die fallen euch dann sofort in den Rücken. So, wenn es nur noch einer ist, könnte man meinen, es wird einfacher. Aber er beschwört solche blöden Schlangen aus dem Boden, die dann von allen Richtungen auf uns zuhauen, was es unglaublich schwer macht, irgendwie überhaupt noch auf irgendwas zu reagieren. Deswegen irgendwie schnell ins Eck, hoffen, dass man nicht getroffen wird. Die Schlangen beißen zweimal zu. Deswegen immer dranbleiben, den Typen immer unterbrechen, nicht dass er auf die Idee kommt, in den Boden zu hauen und die Schlangen zu beschwören. Wie jetzt. Und weg, 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 weg. Wo bist du? Komm her. Es macht er nämlich nicht, wenn ihr an ihm dran bleibt. Dann nimmt er nur Nahkampf. So. Shadows of Yharnam. Bye, bye. 20.000 Blutechos, eine Rune, ein Leuchtfeuer. Perfekt. Harter Kampf. Aber ihr wisst ja, ich habe euch gezeigt, wo ihr einen Kollegen beschwören könnt. Das ist bei diesem Kampf gar nicht so unintelligent. Klar, wenn man es zu dritt mit drei Gegnern zu tun hat, ist eine Ablenkung in Form eines NPCs natürlich immer super und auch keine Schande. Macht den Kampf deutlich einfacher. Aber ihr seht, es geht auch so. Gut. Das war's für diese Episode.
Ich danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, bye bye.